Der Hamster verlässt das Rad, von den Autoren Christopher M. Klein und Jens M. Helbig. Dieses Buch soll dir einen Leitfaden zur finanziellen Freiheit geben. Obwohl die Aktienmärkte sich seit den turbulenten Nullerjahren des neuen Jahrtausends erholt haben, trügt der Schein. Das gegenwärtige globale Wirtschaftssystem, das auf endloses Wachstum ausgerichtet ist, zeigt keine vielversprechende Zukunft. Es verschärft die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den Benachteiligten, belohnt diejenigen, die Zinsen auf ihr Vermögen erhalten, und drängt diejenigen, die auf Kredite angewiesen sind, immer tiefer in den Strudel der Schulden. Es könnte eine Zeit kommen, in der diese Zinslast nicht mehr tragbar ist und das gesamte System kollabiert. In diesen Zusammenfassungen erfährst du, wie du nicht nur in diesem bestehenden Wirtschaftssystem überleben kannst, sondern auch deinen Weg zur finanziellen Freiheit findest, Vermögen aufbaust und dieses trotz der unsicheren wirtschaftlichen Zukunft sicherst und vermehrst. Des Weiteren wirst du entdecken, wie du Einkommen generierst, ohne dafür kontinuierlich zu arbeiten, wie du effizienter auf persönliche Ziele hinarbeiten kannst und warum der Besitz von immer mehr Vermögen keine Garantie für eine bessere Lebensqualität bietet. Kernaussage 1: Schulden vermeiden und finanzielle Ausgangslage stärken. Um finanzielle Freiheit zu erreichen, ist es entscheidend, Schulden zu vermeiden. Schulden mögen kurzfristig verlockend sein, führen jedoch zu regelmäßigen Zinszahlungen, die unsere finanzielle Unabhängigkeit gefährden. Ein Beispiel hierfür sind Immobilienkredite, bei denen die Schulden aufgrund des Zinseszinseffekts exponentiell anwachsen können. Je länger man zögert, Schulden zu tilgen, desto mehr schuldet man letztendlich. Der Zinseszinseffekt ist entscheidend, da er die Schulden über die Zeit hinweg drastisch ansteigen lässt. Beispielsweise kann eine Schuld von 200.000 Euro bei 5% Zinsen innerhalb von 15 Jahren auf über 400.000 Euro anwachsen, wenn keine Tilgung erfolgt und die Zinsen zu den Schulden addiert werden. Um Schulden zu vermeiden, ist es ratsam, zunächst einen genauen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu haben. Ein einfaches Haushaltsbuch kann dabei helfen, finanzielle Schwachstellen zu identifizieren. Dies ist der erste Schritt, um die Kontrolle über die eigenen Finanzen zu erlangen. Für diejenigen, die keine Schulden haben, aber von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung leben, ist es ratsam, ein finanzielles Polster aufzubauen. Dies kann durch das Anlegen von Ersparnissen auf einem separaten Konto wie einem Tagesgeldkonto erfolgen. Ein solches Polster entspricht idealerweise mindestens 3 Monatsgehältern und bietet Sicherheit bei unvorhergesehenen Ausgaben oder Einkommensverlust. Schuldenabbau und der Aufbau eines finanziellen Polsters sind jedoch nur die ersten Schritte auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Um das Ziel schneller zu erreichen, sollte man auch seine Ausgaben reduzieren. Zusammengefasst: Schulden sollten vermieden werden und es ist ratsam, ein finanzielles Polster aufzubauen. Dafür ist ein genauer Überblick über Einnahmen und Ausgaben wichtig. Auch das Reduzieren der Ausgaben ist entscheidend, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Kernaussage 2: Vermögen aufbauen durch langfristige Ausgabenreduzierung. Nachdem du die Schulden vermieden hast, ist es an der Zeit, eine Aufwärtsspirale für dein Vermögen zu schaffen. Um dies zu erreichen, benötigst du mehr verfügbares Einkommen. In einem Angestelltenverhältnis fallen Lohnerhöhungen oft gering aus und wirken eher als Ausgleich für die Inflation. Die Aussicht, vom Chef eine Gehaltserhöhung zu bekommen, ist also begrenzt. Es ist einfacher, die Kontrolle über deine Ausgaben zu gewinnen. Betrachte alle deine Ausgaben über das Jahr und fasse ähnliche Posten zusammen. Wenn du deine Ausgaben über ein Jahr hinweg betrachtest, kannst du sie effektiver vergleichen und überlegen, ob sie ihren Wert wirklich wert sind oder ob du darauf verzichten kannst. Wie oft hast du beispielsweise dein Zeitschriftenabonnement tatsächlich genutzt? Brauchst du wirklich das dritte Streaming-Abonnement oder reichen vielleicht 2? Obwohl ein Abonnement für 35 Euro pro Monat auf den ersten Blick nicht viel zu sein scheint, könntest du auf das Jahr gerechnet stolze 420 Euro sparen. Viele von uns haben auch Dinge angesammelt, die uns schon lange keine Freude mehr bereiten, wie CDs, DVDs, Bücher oder Kleidung, die wir seit Monaten oder Jahren nicht mehr verwendet haben. Als Faustregel gilt: Was du seit mehr als 10 Monaten nicht mehr in der Hand hattest, darauf kannst du getrost verzichten. Anstatt dein Geld im Regal oder Schrank liegen zu lassen, verkaufe ungenutzte Gegenstände auf einer Online-Plattform oder auf einem Flohmarkt. Eine weitere Möglichkeit zur Ausgabenreduzierung liegt in der Überprüfung von Versicherungen.
abgesehen von persönlicher Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung, sind viele Versicherungen oft überflüssig. Es ist wichtig zu überlegen, gegen welche Risiken du dich tatsächlich absichern möchtest. Bei Autoversicherungen beispielsweise macht in vielen Fällen eine Teilkaskoversicherung wegen des hohen Wertverlustes mehr Sinn als eine teure Vollkasko. Lebensversicherungen sind in der derzeitigen Niedrigzinsphase ebenfalls oft keine empfehlenswerte Option. Wenn du an diesen Stellschrauben drehst, beschleunigst du deine Reise in Richtung finanzieller Freiheit. Doch um dein Ziel zu erreichen, musst du vor allem alte Denkmuster hinter dir lassen. Zusammengefasst, um Vermögen aufzubauen, ist es wichtig, langfristig Ausgaben zu reduzieren. Dies kann erreicht werden, indem unnötige Abonnements und ungenutzte Besitztümer eliminiert und Versicherungen sorgfältig überprüft werden. Es erfordert auch eine Veränderung der Denkweise und Gewohnheiten. Kernaussage 3: Hinterfrage Gewohnheiten und finanzielle Bedürfnisse. Der Weg zur finanziellen Freiheit beginnt im Geist. Oftmals benötigen wir nur einen Bruchteil von dem, was wir zu besitzen glauben. Übermäßiger Konsum verschlingt unser Geld und erfordert zusätzliche Arbeit. Viele von uns arbeiten hart, um bestimmte Statussymbole wie den dritten Urlaub im Jahr oder das zweite Auto zu erlangen, was oft nicht zu nachhaltigem Glück führt. Wir haben selten darüber nachgedacht, was wir wirklich wollen und was unseren Lebenssinn ausmacht. Stelle dir die Frage, was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Trenne persönliches Glück von Konsum und lebe bewusster. Weniger, aber bewusster zu kaufen, trägt nicht nur zur Umweltfreundlichkeit bei, sondern verbessert auch deine finanzielle Situation. Bewusster Konsum bedeutet auch bewussten Umgang mit den Dingen. Achte auf die Energieeffizienzklasse bei Elektrogeräten wie Fernsehern und Waschmaschinen, CES, B, AA++ oder A++, und schalte ungenutzte Geräte immer aus, am besten mit Kippschaltern oder Zeitschaltuhren. Heizkosten sind oft eine der größten Ausgaben im Haushalt. Investitionen in hochwertige Dämmung können die Kosten erheblich senken. Fenster und Türen können kostengünstig abgedichtet werden, ohne dass du neue installieren musst. Ein einfacher Türvorleger oder Rollläden an den Fenstern können für zusätzliche Isolierung sorgen. Das Herunterdrehen des Heizungsreglers um ein paar Grad kann weitere Ersparnisse bringen. Eine Raumtemperatur von 18-20 Degen ist in der Regel ausreichend und jedes Grad weniger auf dem Thermometer spart weitere 10% der Energiekosten. Reduzierte Ausgaben können bereits einen großen Unterschied machen. Aber um deine finanzielle Situation noch schneller zu verbessern, ist es ratsam, nach Möglichkeiten zu suchen, um dein Einkommen zu steigern. Kernaussage 4: Schaffe dir passives Einkommen. Um finanzielle Freiheit zu erreichen und zu genießen, bedarf es mehr als nur kontinuierlichem Sparen und harter Arbeit. Du benötigst passive Einkommensquellen, die Geld in deine Tasche spülen, selbst wenn du schläfst. Eine solide Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, ist die Vermietung von Immobilien. In Deutschland sind Immobiliengewinne nach 10 Jahren Haltedauer unter bestimmten Bedingungen steuerfrei und auch Reparaturkosten für vermieteten Wohnraum können von der Steuer abgesetzt werden. Dies macht die Vermietung von Immobilien zu einer attraktiven Option. Allerdings sind die Preise für Immobilien in den letzten Jahren gestiegen, da Versicherungen und Pensionskassen großen Bestand an Wohnraum in beliebten Innenstadtlagen aufgekauft haben. Dies hat die Nachfrage erhöht und die Gefahr einer Immobilienblase geschaffen, die in Zukunft platzen könnte und zu einem starken Preisverfall führen könnte. Wer für einen Immobilienkauf einen Kredit aufnimmt, geht somit ein erhebliches Risiko ein. Um dieses Risiko zu streuen, ist es ratsam, verschiedene Quellen für passives Einkommen zu erschließen. Dies kann bedeuten, dass du nicht nur auf Immobilien setzt, sondern auch andere Einkommensströme in Betracht ziehst. Wenn du beispielsweise ein eigenes Auto besitzt, könntest du es über Carsharing-Plattformen teilen oder online zahlende Mitfahrer für längere Strecken finden. Als Hausbesitzer könntest du deine Dachflächen für Photovoltaikanlagen vermieten, um monatliche Einnahmen zu erzielen. Alternativ könntest du selbst eine Solaranlage installieren, um deine Stromkosten zu senken und Gutschriften für nicht genutzten Strom zu erhalten, der ins öffentliche Netz eingespeist wird. Mit einem ausgewogenen Mix passiver Einkommensquellen kannst du schnell ein beträchtliches Kapital aufbauen. Nun ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie du dieses Kapital gewinnbringend anlegst. Kernaussage 5: Diversifiziere deine Kapitalanlagen und vermehre sie.
Um dein Kapital zu vermehren und langfristig zu erhalten, ist es entscheidend, kluge Entscheidungen bei deinen Investitionen zu treffen und die Eigenheiten des Kapitalmarktes zu nutzen. Der Zinseszinseffekt vermehrt nicht nur Schulden, sondern auch Gewinne. Diesen Effekt solltest du für dich arbeiten lassen. Selbst kleine Beträge können sich im Laufe der Zeit erheblich vermehren, wenn sie vernünftig angelegt werden. Dies zeigt, dass der Zinseszins Zeit benötigt, um seine volle Wirkung zu entfalten. Je früher du mit dem Sparen beginnst und je mehr du beiseite legst, desto mehr wirst du in deinem Leben davon profitieren. Aktien bieten die Möglichkeit, von Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen zu profitieren, die den Unternehmenserfolg widerspiegeln. Kleinere Unternehmen bieten oft kostengünstige Einstiegsmöglichkeiten, sind jedoch auch mit höherem Risiko verbunden. Um dieses Risiko zu streuen, solltest du deine Investitionen auf verschiedene Unternehmen und Branchen verteilen. Wenn du Aktien als zu riskant empfindest, könntest du Investmentfonds in Betracht ziehen. Diese Fonds umfassen verschiedene Anlageformen und bieten automatisch eine Risikodiversifikation. Achte darauf, in thesaurierende Fonds zu investieren, da sie ihre Gewinne automatisch reinvestieren und somit den Zinseszinseffekt nutzen. Anleihen bieten die Möglichkeit, als Kreditgeber für Unternehmen oder Staaten tätig zu sein und regelmäßige Zinszahlungen zu erhalten. Edelmetalle wie Gold, Silber und Kupfer sind langfristig werthaltige Vermögenswerte, obwohl sie keine passiven Einkommen generieren. Bei diesen Anlagen ist es wichtig, antizyklisch vorzugehen, DH. Kaufe, wenn die Preise niedrig sind, um von zukünftigen Preisanstiegen zu profitieren, und verkaufe, wenn die Preise Rekordniveau erreichen. Du hast nun verschiedene Anlageoptionen kennengelernt, um dein Vermögen zu vermehren. Dennoch fehlt noch ein wichtiger Schritt, um wahre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Kernaussage 6. Erlange gedankliche Autarkie, um den Weg zu einem wirklich freien Leben zu ebnen. Die Vorstellungskraft spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Bevor Veränderungen in unserer Umwelt möglich sind, müssen sie zuerst in unseren Gedanken und Vorstellungen stattfinden. Eine klare Vorstellung von unserem Ziel und die emotionale Bindung daran motivieren uns zum Handeln. In diesem Zustand sind wir intrinsisch motiviert, was bedeutet, dass wir aus innerer Überzeugung handeln und Freude an unserem Tun haben. Im Gegensatz dazu steht die extrinsische Motivation, bei der wir aus äußeren Gründen handeln, wie etwa um Geld zu verdienen. Extrinsische Motivation kann dazu führen, dass Aufgaben anstrengend und mühsam erscheinen. Die Beseitigung von Zeitkillern kann den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit erheblich beschleunigen. Zeitkiller können in Form von wiederholtem E-Mail-Checken, Social-Media-Nutzung, Tagträumen und exzessivem Fernsehen auftreten und sie behindern unsere Produktivität und die Fähigkeit, Vermögen aufzubauen. Die 3-Sekunden-Regel besagt, dass Gedanken und Gefühle, die uns davon abhalten, wichtige Aufgaben zu erledigen, etwa 3 Sekunden benötigen, um uns zu beeinflussen. Daher können wir diese Zeitkiller austricksen, indem wir innerhalb der ersten 3 Sekunden aktiv handeln, wenn wir uns eine Aufgabe vornehmen. Es ist auch ratsam, klare und knappe Deadlines für Aufgaben zu setzen, da das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass wir so lange für eine Aufgabe benötigen, wie wir Zeit dafür planen. Knapp bemessene Deadlines fördern daher die Effizienz. Die gedankliche Autarkie, bei der du dir bewusst machst, was dein Ziel ist und unverzüglich handelst, um Zeitkillern keine Chance zu geben, rückt auch die materielle Autarkie in greifbare Nähe. Diese finanzielle Unabhängigkeit ist nicht unbedingt an hohe Geldsummen gebunden, sondern kann auf verschiedene Weisen erreicht werden. Kernaussage 7. Steigere deinen Selbstversorgungsanteil, um finanziell unabhängiger zu werden. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet nicht nur, aus dem bestehenden Geld-, Finanz- und Wirtschaftssystem auszusteigen, sondern auch deine Abhängigkeit von diesen Strukturen zu verringern. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, deinen Selbstversorgungsanteil zu erhöhen. Je weniger du auf Geld angewiesen bist, desto größer wird deine Unabhängigkeit von den gängigen finanziellen Zwängen. Selbstversorgung kann auf verschiedene Arten umgesetzt werden, und du musst nicht gleich in die Wildnis ziehen. Du kannst klein anfangen, indem du auf deinem Balkon oder in deinem Garten Gemüse wie Salat, Tomaten, Gurken, Zucchini oder Erdbeeren anbaust. Dies ist ein erster Schritt, um dich unabhängiger von Supermärkten und Lebensmittelgeschäften zu machen. Selbstversorgung kann auch bedeuten, dass du dich im Rahmen der Shared Economy an Projekten beteiligst. Ein bekanntes Beispiel ist das Carsharing. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, Dinge wie Bücher, Kleidung und Lebensmittel mit anderen zu teilen und gemeinsam zu nutzen.
Je mehr Ressourcen geteilt werden, desto weniger Konsum gibt es, was wiederum den individuellen Wohlstand steigert. Gleichzeitig leistest du einen Beitrag zum Umweltschutz und förderst alternative Wirtschaftsmodelle. Unser derzeitiges Wirtschaftssystem, das auf unendliches Wachstum ausgerichtet ist, hat seine Grenzen erreicht und führt zu Umweltschäden, sozialen Ungleichheiten und allgemeinem Unwohlsein. Die Idee der Selbstversorgung und Shared Economy mag zunächst ungewohnt erscheinen, aber sie eröffnet neue Perspektiven für nachhaltige wirtschaftliche Lösungen. Indem du deinen Selbstversorgungsanteil erhöhst, kannst du auf kommende Wirtschaftskrisen besser vorbereitet sein, mehr Unabhängigkeit gewinnen und letztendlich deinen Wohlstand steigern. Zusammenfassung zum Buch Der Hamster verlässt das Rad von den Autoren Christopher M. Klein und Jens M. Helbig. Finanzielle Freiheit ist unser Ziel, aber tief im Inneren streben wir nach Zeit, um uns selbst zu verwirklichen und unsere wahren Leidenschaften zu leben. Geld ist nur ein Werkzeug, kein Garant für Glück. Das wahre Glück finden wir in uns selbst, unabhängig von materiellem Konsum. Wahre Freiheit beginnt im Geist. Praktische Schritte zum Umsetzen wären: Erstens, behalte den Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Ein Haushaltsbuch hilft, oder zahle bar, um bewusster zu konsumieren. Zweitens, kaufe antizyklisch, um von niedrigeren Preisen zu profitieren, besonders bei größeren Ausgaben wie Heizmaterialien. Drittens, wähle kostengünstige Alternativen, wie Eigenmarken von Discountern bei Lebensmitteln, um erheblich zu sparen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!